Die neue EK Siege 300 oder die Adder? Was ist die bessere Wahl? Wer kann was besser aufspannen und sowieso und überhaupt? Und wenn du das wissen willst, würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder am Survival Shop Kanal dabei bist. Ich habe diese beiden Armbrüste ja schon hier vorgestellt. Einmal die Adder, die hat normalerweise einen Schaft. Ich habe den jetzt abmontiert, das ist ein anderes Thema. Und die EK Siege, und hier ist ganz einfach die Frage, ja, für wen ist was gedacht und sowieso und überhaupt. Übrigens, gib dem Video, wenn dir das taugt, wenn du öfter sowas sehen willst, den Daumen nach oben, das würde mir sehr freuen. Und abonniere auch da oben beim i-Klicken den Bogensportkanal, da kommen mehrmals pro Woche eigene Videos nur zu Bogensport, also auch das lohnt sich. So, aber jetzt zum Thema zurück. Die Adder, ja, hat ein Magazin, die Siege hat das aktuell noch nicht, da werden wir sehen, was da noch alles am Markt kommen wird, aber lange Rede, kurzer Sinn. Der große Unterschied ist jetzt nicht unbedingt das Magazin, weil es gibt ja auch die Adder unter Anführungszeichen als Einzelschussvariante durch die R9. Der Punkt ist eher ein ganz anderer. Und zwar, wir haben hier einen Recurve-Bogen, ja, nennt sich glaube ich so. Und hier haben wir einen Compound-Bogen. Und da gibt es einen ganz großen Unterschied. Und zwar, schau mal her. Die Siege hat folgendes Thema. Wenn du aufspannst und die Sehne mit aufnimmst, aha, so, die Sehne mit aufnimmst und jetzt spannst, das ist am Anfang recht stark und danach wird es ganz, ganz leicht. Das heißt, du kannst das jetzt ganz locker halten. Das ist beim Compound-Bogen ja genauso. Da ist das am Anfang extrem stark und am Schluss kannst du es ganz locker halten. Jagdbögen. USA, Kanada und andere Länder, da wird damit gejagt, ist bei uns kein Thema, das ist ganz klar, aber dort ist das so. Gut. Und das hat diese Armbrust hier auch, dass Compound dann noch andere Vorteile hat, das ist kein Thema. Das bedeutet auch, dass du beim Entspannen viel lockerer sein kannst, denn wenn ich sage, ich will doch nicht schießen, da ist fast keine Kraft drauf und die wird dann erst nach unten, also wenn ich dann den Bogen wieder fast entspannt habe, deutlich stärker. Das hier aufspannen und du siehst, der Hebel ist auch dementsprechend ausgeführt. Wir haben dann noch einmal hier, also EK hat hier noch einmal einen eigenen Griff mit angebracht, weil das Ding zu spannen, das ist schon hui. Damit sage ich nicht unmöglich, aber hui. Das bedeutet, wenn du stark bist, ich bin nicht stark, kannst du das ganz locker aufspannen. Frauen, die da Probleme haben, sollten eine andere Spannvariante nehmen. Die habe ich übrigens beim Vorstellungsvideo oben beim i-Klicken ja auch gezeigt, dass du es gegen den Boden drückst. Das geht dann natürlich auch. Ja, ist einfach so. So, das ist jetzt halt einmal der eine Aspekt und natürlich Bolzen und all die Unterschiede. Aber wenn du das einmal sehen willst, kann ich dir einerseits noch einmal das Abo am Bogensportkanal empfehlen, da können wir das alles ganz detailliert besprechen, das ist einmal das eine. So, meine Siege hat hier leider die Klammer oben nicht, ja, das muss man auch checken. Das ist normalerweise eine Klammer, die den Pfeil, damit ich es rauskriege, den Pfeil nach unten hält. Das habe ich hier jetzt aktuell nicht, aber das spielt jetzt keine Rolle. Du solltest das auf jeden Fall verwenden, um Fehlschüsse zu vermeiden. So, das ist einmal das eine. Das andere ist jetzt, dass das Ding nichts für den Nahbereich ist. Immer natürlich kann ich jetzt auch auf meine Scheiben da drüben schießen, das geht klar, nur da wird der Pfeil sehr tief eindringen, ich werde ihn fast nicht herausbekommen. Das Ding ist für weitere Distanzen gedacht. Also jetzt zum Beispiel hier diese Distanz, die ich auch bei der Vorstellung gezeigt habe, das ist die richtige Distanz. Also unter 10 Meter würde ich das ganz einfach nicht schießen, weil es einfach keinen Spaß macht. Kunden haben jetzt auch schon angefragt, welche Reichweite erreichen wir hier, sobald das Wetter dann besser ist. Ich bin ja hier auf Waldurlaub.at und wir haben ja auch einen eigenen Bogenschießparcours und es gibt ein Camp, das Bushcraft Camp 1, das René Rossmann Camp, das ist extrem weit und da kannst du auch mal auf 100 Meter, ja 70 Meter auf jeden Fall, aber wenn du es gut anstellst und dafür sorgst, dass alles in Sicherheit ist, auch auf 100 Meter und das werden wir ausprobieren und das ist mit der Armbrust natürlich machbar, mit dementsprechenden Einstellungen, da muss man sich auch hier oben etwas überlegen, aber das ist gar nicht der Punkt mit einem guten Scope. Der Punkt ist, das ist für die Distanz. 50 Meter, no problem, wie man so schön sagt. Okay, das ist die hier. Und jetzt reden wir über die Adder im Vergleich mit dem Recurve-Bogen. Und genau da liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Heißt das so? Der Hase im Pfeffer? Ich weiß es nicht. In Österreich sagt man, das ist der Punkt. Der Punkt ist zum Beispiel auch jetzt hier mit dem Magazin. Irgendwas hat sich da vorher verheddert und ich schneide meine Videos nämlich nicht, außer ich kriege einen Anruf, so wie gerade vorher. Irgendwas passt da nicht. Irgendwas
passt da nicht. Einerseits einmal, die Edda, so sehr ich die auch gern habe, man kann da natürlich ein Scope montieren. Was ist denn da los? So auch wie bei der Sitch. Aber eigentlich ist das eine Schnellschussarmbrust für kurze Distanzen. Nicht ultrakurze Distanzen, sondern ja, 20 Meter zum Beispiel. Ja? So, da ist das alles machbar. Ich krieg das mit den Bolzen nicht hin. Ist das peinlich? Ist mir wurscht. So, aber jetzt ha! Und wie du auch siehst, dass bei dem Standardmagazin von EK ist es so, dass wenn du hier etwas weiter drüber stehen hast, wie zum Beispiel eben dieses Zielfernrohr, das auch super funktioniert, mit dem Schaft dann ohnehin, du die Bolzen nicht so gut reingeben kannst. Meiner Meinung nach gehört da ein Leuchtpunktvisier drauf und so wird es von EK auch ausgeliefert. Also das ist nur meine Meinung, aber jeder soll tun, was er will. So, und jetzt kommt der Unterschied. Nummer 1, ich spanne mal auf. Das ist jetzt noch gleich. Am Anfang ist das ganz leicht zu hören. La 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 la. Aber dann, wenn ich nach hinten gehe. Und dann ist es manchmal so, ich beobachte Leute, die dann da hinten ins Zittern anfangen und dass gerade noch einrasten konnten. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied. Jetzt schießen wir auch noch auf kurze Distanz hier auf unsere Pfeilfangmatten. Gebe ich da. Übrigens, das ganze Video ist billigste Eigenwerbung, ist das noch nicht aufgefallen? Gibt da unten den Link in meinen Shop. Also das ist der Punkt dabei. Und was halt hier auch das Thema ist, und das sehe ich immer wieder, wird aufgespannt, da wird aufgespannt, und dann kriegt man es da unten nicht hin. Und dann passiert es teilweise, dass man hier nicht richtig einrastet, ja, und das Ganze irgendwie so halb leer abschießt. Was auch nicht ideal ist. Das heißt, das musst du bewusst sein. Beide Teile haben ein anderes Einsatzgebiet und beide funktionieren anders. Ich weiß nicht, was für dich passt. Ich bin der Meinung, du brauchst beide. Und die haben wir natürlich im Shop, das ist eh ganz klar. Aber wenn du sagst, ich will nicht 100 Armbrüste daheim liegen haben oder auch nur 2 oder 3 oder was auch immer, ich meine, du brauchst sie alle. Ja? Aber der Punkt ist, dann musst du entscheiden, was du eigentlich tun willst. Das hier, das Teil, ist für ultrakurze, also ultrakurze Distanz ist falsch. Da gibt es dann andere Armbrüste, wie zum Beispiel die Stinger, die wir auch im Sortiment haben. Aber für so 15, 20 Meter ist das eine großartige Armbrust, nämlich fürs schnelle Schießen. Ich glaube, dass ich kurz beschrieben habe, wo hier vom Aufspannen her die Unterschiede liegen und wie du das ganz einfach in die Welt rausschicken. Daher dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Aber eins möchte ich da noch zeigen. Ja, und ich mag dir nämlich jetzt ganz einfach zeigen, mit der Edda, mit dem 330 Pfund Wurfarm. Es wird auch für die Feature einen kleineren geben. Es gibt sie auch für die Edda, gibt es alles bei uns. Schießt du jetzt zum Beispiel bei diesen Pfeilfangmatten, da brauchst du im Endeffekt 2. Die gehen ungefähr so weit rein, zumindest bei der. Da gibt es immer wieder Qualitätsunterschiede, auch von der, also jetzt nicht, dass die einen besser sind und die anderen schlechter, aber der eine ist ein bisschen härter, das andere ist ein bisschen weicher. Aber mit den kurzen Bolzen kommst du da ganz gut mit durch, nämlich mit den Übungsbolzen. Wenn du Broadheads verwendest, ist das eine andere Geschichte. Das heißt, du siehst hier, du bist hier auf kurze Distanz und kannst schießen, ohne dass du jedes Mal beim Schießen einen Bolzen kaputt machst. Und das ist schon cool. Und jetzt schauen wir da nach oben. Und hier, ja, da steckt jetzt sozusagen, da habe ich mal Pfeil im Pfeil wieder mal geschossen. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Immer wenn man an denselben Punkt hält und alles zusammenschießt, jetzt habe ich Pfeil im Pfeil, jetzt habe ich meinen Siege-Pfeil kaputt gemacht. Naja, egal. Das ist der, der jetzt vorher eingefahren ist. Und du siehst auch, also da brauchst du eine andere Matte. Da haben wir die Stronghold-Matten, die kriegst du natürlich auch bei uns im Shop. Da ist die kleine ganz einfach nicht machbar. Aber jetzt einfach vom Gefühl her, nur damit du mal schaust. Das hier, die Distanz zur anderen Distanz. Das hier ist für die Edda cool, super, da kann man auch noch weitergehen, ist überhaupt kein Problem. Und die Distanz, das sind ungefähr 15 Meter, da unterhalb brauchst du mit der Siege nicht anfangen. Echt nicht, weil das einfach keinen Spaß macht. Ja. Das heißt, auch das ist ein kleiner Unterschied. Mir hat das jetzt mit dem Nachladen keine Ruhe gegeben. Und ich habe jetzt nachgeschaut. Ich habe zufälligerweise, das sind keine originalen Pfeile, sondern die habe ich mal auf Amazon gecheckt. Das sind so, ich gebe dir gerne den Link da nach unten. Die sind für die Cobra, also für die EK Cobra R9 überhaupt kein Problem. Aber da ist es halt immer wieder gut, wenn man Originalware kauft oder die auch wirklich angepasst ist, weil da sind die Federn, diese roten Federn, nicht genau an der Stelle angebracht und deswegen hat es gehakt. Das sind Nick AT oder Nick Edda Bolzen, steht zwar drauf, aber sind nur bedingt einsetzbar, weil die Leute, die das kleben, nicht immer genau aufpassen. Das wollte ich noch dazu sagen. Und mag auch natürlich eine kleine Werbeeinschaltung machen hier mit dem wunderbaren, ja, Steambow.
Steamboat Broadhead. Und wenn der jetzt nicht gleich reinhüpft, dann sage ich, alter Fuchs. Und der hat super reingepasst, schau her. Wie gesagt, das Scope, ich montiere das Klumpert ganz einfach runter, so schaut es aus. Ich habe das nur mal hergezeigt in einem anderen Video am Bogensportkanal, also schau auch dort vorbei. Habe ich das hergezeigt, weil Leute gefragt haben, wie man das montiert und so weiter. Und wir haben ja auch hier ein spezielles Scope, da kann man hier unten durchschauen. Das heißt, du schaust oben durch, wenn du in die Distanz schießen willst, und unten durch fürs kurze Schießen sozusagen. Und das ist halt schon ein Unterschied. Du wirst jetzt auch sehen, dass das Laden einfacher ist. Und das... So schnell kann es gehen. Und genau das ist nämlich der Punkt dabei. Die Magazinarmbrüste sind alle cool und ich habe die auch sehr, sehr gern. Der Punkt dabei ist, dass die Pfeile halt genau angepasst sein müssen, weil sonst macht es einfach keinen Spaß. Und wenn nicht, dann ist alles gut. Gut, jetzt möchte ich natürlich noch das Broadhead schießen, einfach weil ich kann. Und da dieses Teil natürlich massig schwer ist, schau mal, wie tief das eindringt. Broadhead macht er natürlich auf Dauer ganz einfach deine Scheibe kaputt. Ich meine, ich finde das gut. Ich als Händler sage, oh ja, mach das jeden Tag. Schieße 500 Mal pro Tag mit Broadhead auf die Scheiben und kaufe dann jeden Tag eine neue. Aber jetzt ernsthaft, schau mal, was für einen Schnitt das hier macht. Und das macht ja ganz einfach mit der Zeit die Matten total kaputt. Es geht natürlich, wie du siehst, aber ist keine gute Idee. Und wenn der Pfeil einfach so schwer ist, auf diese kurze Distanz, dann dringt das Teil auch so weit ein, dass du halt diese Befiederung, die Wains, ein bisschen kaputt machst. Aber ja, man kann nicht immer alles haben. Ja, das war jetzt das kurze Video. Ich sag's, Edda ist total cool. Gibt's vieles an Zubehör mit Broadheads, mit Scopes und alles, was man sich so austoben kann. Billige Eigenwerbung gibt's natürlich auch bei mir im Shop. Und die Siege ist genauso ein geniales Teil. Und wenn es dann die Magazinaufsätze zu kaufen gibt von unterschiedlichsten Herstellern, da wird man ganz einfach schauen, was sich durchsetzen wird. Ob eine Siege wirklich ein Magazin braucht, das ist eine andere Geschichte, das mag ich nicht beurteilen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der Punkt ist, das Ding ist genauso genial wie die Edda, nur eben alles in dem Bereich, wo es hingehört. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben oder nach unten, komm in meinen Shop vorbei, wenn du auf billige Eigenwerbung stehst und auch coole Ausrüstung kaufen willst. Danke, danke, danke. Ja, und wenn du selbst Bogenschütze bist oder Armbrustschütze und einmal was ausprobieren willst, dann komm gern bei uns vorbei nach Österreich auf waldola.at. Wir haben eigenen Bogenparcours etc. pp. Schau es dir ganz einfach an, wenn es da Taugen hat. Schreib mir gerne auch einen Kommentar, wo du die Einsatzgebiete für die Edda und für die Siege siehst, wo da die Unterschiede sind. Ich sag beste Grüße aus dem Buschkraftareal auf Waldola.at, dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.